Das erste Mal, als ich mit A aufgeboten wurde, war in Schweiz-Brasilien, 1989. Und dann konnte ich gerade das Spiel anfangen, wenn man aufgeboten wird. Und man kann gerade spielen, das ist natürlich wunderschön. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt reinkomme. Klar, ich war bereit. Und dass ich dann gerade im ersten Spiel von der Gruppenphase eingewechselt werde. In einem entscheidenden Moment. Ich war wirklich so nervös, das kann ich gar nicht beschreiben. Im zweiten Spiel habe ich aufgrund von Verletzungen von Anfang an gespielt. Und ich habe wirklich alles probiert zu geben in diesem Match. Es ist natürlich ein wunderschönes Gefühl, dass man so in so einem jungen Alter so Erfahrungen können sammeln konnte, so grosse Turniere können mitspielen konnte. Das bringt mich weiter, weil die grossen Aufgaben, die schwer sind, machen einen stärker. Und das habe ich so auch in letzter Zeit erlebt. Fabian ist sicher ein super Spieler, offensiv, technisch sehr gut, der nach vorne spielen will, sehr laufstark. Ich bin Stefan Chapuisat. Ich habe das Glück, dass ich eine gute Karriere machen konnte. Er ist wirklich ein super Typ. Er arbeitet bei IBE, ist Chefscout und er hat unglaubliche Karriere gemacht. Und wenn er dir mal Tipps gibt, dann probierst du die anzunehmen und umzusetzen. Sehr gute Mentalität. Wenn er so weitermacht, dass er bald den Schritt wie im Ausland spielen kann. Für ihn wird dann wichtig sein, wenn mal das Angebot ist, das gut überlegen, dass man die richtige Mannschaft findet, wo er sich auch weiterentwickeln kann, damit er auch dort Spielzeit bekommt und auch für die Nazi dann das kann bringen, dass er Stammspieler werden kann. Traum ist sicherlich, in der grossen Liga zu spielen. Und natürlich auch in Hinsicht der Nationalmannschaft möchte ich auch weitere grosse Turniere erleben.